Ja, herzlich willkommen zu diesem, ja, ich spiel mal an oder ne, angespielt. Ja, Dark Matter, zum Euro-Shop für einen Euro, dachte ich mir, ey, komm, das Ding ist sogar Linux-kompatibel und Steamworks und so, also keine Kopierschutzgeschichten hier mit irgendwas von wegen absichern oder so. Kann man nicht viel verkehrt machen, ne? Oh, ich kann sogar fortsetzen. Willkommen zum Tiefschlaftraining, Fähnrich. Um diese Sitzung zu überspringen, interagiere mit der Tür zu deiner Linken. Ja, benutze ja. Die Pfeiltasten, um deinen Avatar im simulierten Weltall zu bewegen. Ja. Ich habe hier das Tutorial gerade schon gut ein bisschen angespielt. Wenn du Sprint drückst, rennt dein Avatar so lange, ja, wie es seine Ausdauer zulässt. Erkunde die Umgebung. Der Cursor bewegt sich mit deiner Maus, ja, und ändert seine Gestalt, um Informationen, ja, und Interaktionshinweise anzuzeigen. Halt doch mal die Klappe. Ich muss da gleich rechts hochklettern und viel weiter habe ich auch nicht gemacht. Ich dachte mir nur so, ich kann ja auch meine Aufnahme starten, ne? Mit Mikrofon und alles. Wir können uns das auch zusammen angucken. Hat das gleich einen Mehrwert hier. Hochklettern, genau. Viel weiter habe ich auch nicht gemacht. Mal gucken, was hier noch so kommt. Achso, sie dreht sich mit dem Mausfall anscheinend, ja. Aber klicken kann ich nichts. Okay. Na, gucken wir mal. Da können wir was öffnen. Rechte Maustaste dann anscheinend. Okay. Wenn du mit Objekten interagierst, werden sie geöffnet, aktiviert oder aufgenommen. Achte immer auf deine Cursor-Information. Linke Maustaste geht anscheinend nichts. 250 Schrott aufgesammelt. Sah halt, ich habe hier die Hülle in der Hand, sah halt echt interessant aus. Seitwärts scrollendes 2,5D Horrorspiel. Oh weia, jetzt habe ich mir ein Horrorspiel gekauft. Das kann ja was werden. Aber gut, so von der Seite kann das jetzt nicht, eigentlich nicht so schockig sein. Ich bin eigentlich kein Fan von Horrorspielen, aber gut. Ich habe noch ein anderes hier, Narco Terror. Wenn sich das aufnehmen lässt, dann machen wir das da genauso. Schauen uns das Hackwerkzeug. Okay. Schauen uns das doch einfach mal an hier. Okay. Muss ich länger gedrückt halten, die rechte Maustaste. Anscheinend hacken. Tutorial Key Code. Was soll das sein hier? So eine Art Billigversion von Alien oder? Oder 2D-Version von Alien? Ich meine, billig wirkt das eigentlich nicht. Ich meine, was will man an Grafik verlangen für einen Euro? Wobei ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es das oder Narco Terror war. Eins von den beiden Spielen. Was ist denn jetzt los? Aha. Okay. Eins von den beiden Spielen, die gibt es gar nicht so zu kaufen auf Steam, die kann man da wohl nur aktivieren. Und das andere, das kostet eigentlich auf Steam sogar noch ein bisschen mehr als wir in dem Euroshop für einen Euro. Tut uns leid, dass du simulierte Schmerzen erlebst. Du bist verletzt und dein Zustand ist nicht optimal. Du solltest jetzt ein Medipack herstellen, um dich zu heilen. Das war also Absicht. Okay. Habe ich da jetzt gemacht? Waffen, gesammelte Tagebücher. Um Gegenstände herzustellen, brauchst du ausreichend Material. Einige wurden dir praktischerweise zur Verfügung gestellt. Herstellen, okay. Sieht ziemlich freakig aus. Wer findet denn hier bitte durch? Aber gut. Das wird sich hoffentlich selbst erklären dann. Mit E kann ich jetzt ein Medipack benutzen, okay. Oh. Indem du die Taste für Medipack benutzen drückst, wird sofort ein Medipack aus deinem Inventar eingesetzt. Sehr schön. Und nun? Können wir aber schießen hier oder so? Einige Grundlagen der Waffenwartung werden erklärt. Dies ist kein Kampftraining, also versuche dich immer noch aus gefährlichen Situationen herauszuhalten. Sound ist eigentlich ziemlich geil, aber die Stimme ist ein bisschen zu weit aufgedreht für meinen Geschmack dazu. Ich glaube,
Da kann man fast nichts gegen tun, außer die Musik lauter machen. Die Effekte vielleicht ein bisschen runter. Ich will hoffen, dass sie mir hier nicht so ins Ohr brüllt gleich wieder hier. Yeah. Das ist doch mal geil. Ich würde sagen, das ist ein schickeres Stick Soldiers, oder? Gefällt mir. Finde ich geil. Kann ich noch mehr aufnehmen, ne? Ja, zeigt mir nur an, was da drin ist, ne? Immer wenn ich da triggere irgendwie. Wenn dein Ziel einfach nicht kooperieren will, musst du es anvisieren und angreifen. Öffne den Zielmodus und schalte den nächsten Dummy aus. Mhm. Nice, nice. Gepanzerte Feinde können mit Standardmunition nicht so leicht beschädigt werden. Das nächste Ziel nimmt bei Brandmunition mehr Schaden. Okay. Kann ich hier aufnehmen anscheinend, ja? Ach so, jetzt muss ich wahrscheinlich die auch erstmal auswählen, ne? Macht ja Sinn. Alles klar. E für Inventar. Kann ich normale Munition wählen. Health Pack und Health Werkzeug. Ja, gut. Ja, ganz nett. Während deiner Runden wirst du dich in dunklen Wartungstunneln wiederfinden. Mach deine Taschenlampe an, um zu sehen, wohin du gehst. Ja, Mann, das wird doch mal ein richtig geiles Zock. Ich würde sagen, das mache ich als LP und das nehme ich gleich als erste Folge. Eine Interaktion mit einer Omega-13-Station speichert deinen Quantum-Status. Das ist doch mal nett. Ist kurz rüber geswitcht, um auf meine Zeit zu achten. Dass ich hier nicht zu lange mache. Ah, gespeichert. Alles klar. Ja, dann machen wir doch hier erstmal Schluss. Und ja. Ist doch eine coole Sache hier. Alles klar. Bis dann.